Herzlich willkommen zurück auf OE24 TV bei Good Morning Austria. Willkommen zum Sport. Und ich freue mich sehr und begrüße jetzt recht herzlich Andreas Durieux bei uns im Studio. Vielen Dank, dass du dir viel Zeit für uns nimmst. Dankeschön, Uschi. Ein bisschen zeitig aufzustehen, aber ich hab's geschafft. Ja, ich bin es ja gewohnt. Ich muss sagen, ich liebe diese Uhrzeit ja durchaus. Du bist Coach, du bist Moderator, Schauspieler und ich habe auch gelesen, Tennis Globetrotter. Und dann möchten wir dich natürlich eines fragen. Roger Federer, er hat bekannt gegeben, er wird jetzt zurücktreten. Und da brauche ich natürlich auch einen Experten an meiner Seite, wenn Frankie Schinkels schon jetzt auf Urlaub ist. Die große Frage an dich, wie hast du von seinem Rücktritt erfahren? Und vor allem, du hast ja wahrscheinlich eher damit gerechnet, dass das bald kommen wird. Ja, habe ich schon, ja. Also danke, dass ich dazu Stellung nehmen darf. Es ist mir auch ein persönliches Bedürfnis. Der Frankie übrigens auch ein super Tennisspieler, ja, für all jene, die es nicht wissen. Aber ich bin doch mehr beim Tennis zu Hause und das ist in etwa so, es ist jetzt, ich will nicht blasphemisch klingen, aber das Ableben der Queen, ganz fürchterlich für England, für die Welt, also für alle. Und so ähnlichen Standard hat der Roger Federer gehabt, das war ja auch immer die Rede von King Roger. Ja? Also das ist schon eine Ikone gewesen und dass es mit 40 jetzt einmal irgendwann soweit sein wird, ist auch klar. Er hat sich lang bedeckt gehalten, vielleicht erinnern sich die Österreicher noch, Thomas Muster, der hat eigentlich nie seinen Rücktritt erklärt, ja. Hat das offen gelassen, aber ich schätze das schon sehr, dass er sich deklariert hat und seinen Fans also auch gesagt hat, dass es jetzt halt einmal vorbei ist und genau mit diesem Lever Cup jetzt am Wochenende verabschiedet er sich also. Mir tut es wirklich leid, ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lang, vielleicht haben wir auch, glaube ich, das Foto vorbereitet. Das ist jetzt fast 20 Jahre her mit dem Roger, das war in der Wiener Stadthalle, der hat zweimal gewonnen. Ich durfte dort wie immer präsentieren und die Interviews führen und über die Jahre, ich kenne ihn seit er 16 ist und er ist immer so geblieben, wie er war. Das sagt sich so leicht hin, aber weißt du, der menschliche Aspekt, das ist das, was mich so rührt, wenn einer Multimillionär ist und Superstar. Möchte nur eine kleine Geschichte erzählen. Er kam damals her, das erste Mal in der Wiener Stadthalle, ich glaube, da war er 17 oder 18, hat gegen den Stefan Kubek verloren und kam nachher her und hat gesagt, entschuldigen Sie, mein Name ist Roger Federer. Ich sagte, ja, ich kenne die eh. Sagte, darf ich bitte eine VHS-Kassette haben, damit ich mein Spiel analysieren kann? Sag ich, ja, bitte, da hast du. Und er hat sich das gemerkt und bis heute grüßt er mich noch. Also das sind so Kleinigkeiten, was da freut man sich halt als Reporter und man plaudert hier und da, dort und da und gibt Unmengen Geschichten, die ich erzählen kann. Er ist auch ein viel härterer Trainierer, als viele das geglaubt haben, angesichts seines Talents. Das ist ja der Mann, wo man gesagt hat, er ist sozusagen wie der Paganini bei den Geigern, also multitalentiert. Ich habe auch in meiner langen Karriere, jetzt fast schon 4 Jahrzehnte Tennis, beobachte ich doch aus der ersten Reihe niemanden gesehen, der ein Racket so führen kann wie der Roger Federer. Also von daher ist es schade. Was ich den jungen Nachwuchsspielern vielleicht mit auf den Weg geben möchte, auch als Coach, ist natürlich eines, nicht ungeduldig sein. Beim Roger hat es relativ lang gedauert. Er war mit 18 Jugend-Wimbledon-Sieger und dann bei den Erwachsenen Fuß zu fassen, war doch 22 Jahre alt und dann ist er Nummer 1 der Welt geworden. Also es wird nicht jeder Nummer 1 werden, aber was ich sagen will, nicht ungeduldig sein, es kommt schon irgendwann deine Zeit sozusagen. Die Zeit von Roger Federer, man möchte gar nicht glauben, dass sie tatsächlich vorbei ist. Wie wird es für ihn dann weitergehen? Und vor allem, noch ist es ja nicht so weit. Ich glaube, über Rafael Nadal würde er sich eigentlich noch mal freuen, oder? Naja, Rafael Nadal ist ein guter Freund von ihm. Das ist so eine Beziehung in der Weltspitze, die mich selber auch gewundert hat. Normalerweise bist du doch Rivale und man ist sich nicht so nah, aber die schätzen sich unheimlich. Die haben voneinander einen riesen Respekt. Und jetzt ist es natürlich an Rafael Nadal, ich meine, man kann nicht sagen, diese Rolle zu übernehmen. Das ist ein eigener Typ, der auch seine vielen, vielen Fans hat. Ich glaube, niemand auf der Welt hat oder hatte so viele wie Roger Federer. Da merkt man halt auch, wie der persönlich ist. Aber Nadal ist genauso auch ein Humble und am Boden geblieben. Ist halt, wie gesagt, ein anderer Typ, ist ein Kämpfer, ein harter Arbeiter. Es ist jetzt schon die Frage, weißt du, die Ikone ist weg sozusagen. Mhm. Die anderen sind auch schon älter, ein Djokovic 35, Nadal 36, werden nicht mehr allzu lange spielen. Also bis so eine Integrationsfigur für das Tennis wiederkommt, sehe ich jetzt länger nicht. Aber
Was wird Roger Federer machen, ist auch eine gute Frage. Er weiß es selber noch nicht. Also er lässt sich alles offen. Er hat aber gesagt, das ist so wie bei mir, als alterndem Jugendlichen oder sagen wir mal Tennisspieler. Er kann es nicht lassen. Also er liebt dieses Spiel dermaßen, dass er sicherlich in irgendeiner Form dabei bleiben wird. Kann man sich vorstellen, dass er auch als Trainer tätig werden wird? Oder glaubst du, wird er den Tennisschläger sozusagen an den Nagel hängen? Also ich persönlich glaube es eher nicht. Mhm. Ich denke mir, er wird nicht mehr so viel reisen wollen. Er hat Familie, er hat alles, ist ja alles wunderbar für ihn. Er wird das jetzt einmal ein bisschen genießen. Wahrscheinlich kommt dann der Effekt, so wie bei vielen, auch bei meinem früheren großen Vorbild, dem Björn Borg. Dem ist dann fad geworden. Der hatte ein Bore-out und auf einmal, gut, damals waren andere Zeiten. Also da haben sich seine Manager auch um alles gekümmert und der ist dann auch in ein Loch gefallen, psychisch und so weiter. Aber der Roger, er wird seine Dinge finden. Ich glaube, er wird eher übergeordnet. Möglicherweise über die Werbung irgendeine Rolle übernehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Touring-Coach jetzt jede Woche wieder fährt. Das ist ja auch ein Knochenjob, wenn du, sagen wir, 30, 40 Wochen im Jahr dann unterwegs bist. Ja. Versprichst mir eins, egal was Roger Federer macht, sobald es soweit ist, wenn wir es wissen, kommst du wieder vorbei und erzählst. Das ist lieb, mache ich gerne, Uschi, danke. Schönen guten Morgen.